Hallo und herzlich willkommen zu What Prescribed. So, gucken wir mal, was ich gemacht habe. Wir sind drin. Ich habe ganz schön mit diesem Fahrstuhl rumgehampelt. Und ich habe nur mal so zum Ausprobieren so einen Aussortierer mal gebaut. Mit diesen Greifarmen, die wir hatten. Also in der Regel ist hier nur Gold drin. Ich schätze mal, da ist im Moment auch nur Gold drin. Aber es könnte ja mal sein, dass ich mich halt hier draufstelle und irgendwelche anderen Erze hab oder sowas. Und dann kommen die hier rein. Und ich habe so ein. Die hatten wir noch gar nicht, ne? Ich habe das Goldmodul fertig gemacht. Ist das gleiche wie alle anderen Module auch. Nein. Hier. 91 Stück haben wir schon. Und weil Gold im Moment das Wertvollste ist, was wir haben, lasse ich das wieder hier durchgehen, durch den Herd hier. Und ich zeige euch mal eben, wie das jetzt läuft. Das müssten eigentlich noch viel mehr davon sein. Ich weiß nicht, wenn man das Doppelte ausprobieren würde. Aber wahrscheinlich wird er das immer noch nicht schaffen, alles auszusortieren. Aber witzig sieht das trotzdem aus. Ich mag das. Hat was. Du kannst auch ganz anders sortieren. Aber irgendwie mit dem Sortieren bin ich halt noch nicht so ganz grün in dem Spiel, um ehrlich zu sein. Und ich finde das schön. Ich lasse die jetzt erstmal so laufen. Das ist süß. Die kosten ja nichts, die Dinger. Und den anderen Greifarm, ich denke mal, der ist was schneller, aber wir können den noch nicht bauen. Wir brauchen unbedingt Nickel. Ich glaube, wir brauchen unbedingt Nickel. Ich meine, ich kann euch das auch nochmal erklären. Ich glaube, wir brauchen echt Nickel. Ja, und so kräftet der wenigstens so ein paar Module, wenn irgendwann wieder Goldbarren hier rauskommen. So, und der Fahrstuhl, ich habe dafür unten so ein, hatten wir noch nicht, oder? So ein kleines Massenlager gebaut. Drei Eingänge, zwei Ausgänge im Moment. Reicht. Hier kommt der Fahrstuhl. Boah, am Anfang habe ich damit echt rumgehampelt. Ich raffe immer noch nicht so richtig, um ehrlich zu sein. Weil der Witz ist, diese Züge, die wir da gebaut haben, diese kleine. Ja, nicht Züge hier. Die Karren da. Die Minecarts, die arbeiten mit dem Massenlager super zusammen. Also das ist echt eine tolle Sache. Aber der Fahrstuhl, der kann scheinbar nicht mit dem Massenlager zusammenbauen. Und dann hatte ich, weil ich da rumprobiert habe, zwischenzeitlich echt, ja, ich würde mal sagen, ein Bug. Auf jeden Fall hat er gar nicht mehr gearbeitet und ich konnte mir das echt. Ich bin bald verzweifelt. Ich denke, das kann ja alles nicht sein. Das muss doch jetzt eigentlich funktionieren. Und dann habe ich das Spiel beendet und neu gestartet und danach ging es dann plötzlich, weißt du, abgedreht. Und hier in der Ecke irgendwo, weil. Eigentlich müsste hier eine Leiche vor mir liegen.
Irgendwo hier müsste so ein Viech sein, weißt du, so ein elektrischer Stein. Ach so, ich habe neu gestartet, um den Ton umzustellen. Also ich habe es jetzt so gemacht. Eigentlich ist das doof. Aber egal. Also wirklich gefallen tut mir das im Moment jetzt auch noch nicht. Aber ist egal, es funktioniert. Wir haben hier drei so Aussortierer, die das jetzt halt hier einfach in die Kisten schmeißen. Das verteilt sich ja halbwegs in den Kisten. Deshalb habe ich die hier rumgezogen und hier habe ich auch noch einen hingemacht. Weil der Fahrstuhl nimmt das zwar hier aus den Kisten, aber direkt aus dem Massenlager nimmt das nicht. Wohingegen hier die Karts, die funktionieren super mit dem Massenlager. Die legen das direkt da drin ab. Diese Flugdrohnen hier, die sind natürlich etwas langsam, ne? Aber egal. Also, ich stand hier, ja, und hab gesagt, Ping unbekannt. Und siehe da, unbekanntes Erz. Und dann habe ich schon gedacht, okay, dann buddeln wir uns jetzt erstmal hier so ein bisschen in die Richtung und dann nach unten. Und dann für 8 nur. Warte mal eben, lasst uns, können wir davon auch welche nachkräften? Wäre ganz gut. Oh ja, das geht. Machen wir mal 30. So, jetzt gehen wir hier rein, vorsichtig, weil hier war dann plötzlich Ende. Und wenn man den auch mal Luft pinkt, dann sieht man auch wieso. Hier ist Luft. Ist echt Luft hier. Und ich setze einfach mal so. Ich habe mir die nämlich noch nicht angeguckt hier. Okay. Machen wir uns mal da eine hin, dass wir sehen, wo wir hier sind. Ein bisschen Platz hier machen. Ich mache auch mal so und so. Oh, was ist das da? Ach, Kupfererz, uninteressant. Ach so. Ein bisschen ausleuchten den Laden. Was ist das? Lithium. Machen wir nochmal unbekannt. Ah, da. Aber das liegt nicht offen, ne? Das ist schon. Ich meine, ich weiß, jeder wäre irgendwie da runtergesprungen und so, aber wenn ich das mit dem Haken mache, ich sterbe dabei sowieso wieder. Weißt du? Deshalb ist das jetzt gerade ein bisschen doof für mich. Wenn ich jetzt. Hier drunter, es sind auch keine Steine.
Ich werde mich jetzt wahrscheinlich auf die Fresse legen. Ich weiß ja nicht, was hier drunter ist. Da ist F. Ah! Das ist auch wahrscheinlich der hier, ne? Warum bin ich jetzt zu tief? Oh, ich glaube, ich bin zu tief. Das ist ja hier dunkel wie ein Bärenarsch, ja? Ich mache mir das nämlich jetzt schön. So. Service, ey. So ist das geil. Na komm. Cool, ne? Schön. Andersrum. Ja, nice. Mit Serviceaufzug, guck. Was war das? Das war Lithium, okay. Aber irgendwo hier. Das ist ja noch scheiße tief, ey. Ah, ich weiß gar nicht, ob das Sinn macht. Wahrscheinlich. Okay, man hätte vielleicht jetzt mal ein bisschen was gucken sollen, ob man hier noch was scannen kann. Aber ich glaube fast. Das wird jetzt nicht so der Bringer sein. Dann, weiß ich nicht, dann buddel ich lieber von hier runter und buddel mich danach herüber. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Gehen wir noch so ein Stückchen hier, weiß ich nicht, zur Seite. Und gucken mal. Warte mal, mach mal. Ja, suboptimal. Das sieht ja voll so aus, als wenn ich da wieder reinstoßen würde.
Ah, verdammt, ey. So müssten wir zumindest vorbeikommen. Oh, ich habe nicht drauf geachtet, welche. Achso, 319, ne? Okay. Ja. Was waren das gerade für Geräusche? Okay, kannst du sagen, 320, gehen wir so bis 80. Maximal. Da kann man nachher noch mal gucken, was das ist, aber was? Ach, du willst mich doch verarschen. Ich hatte da dran vorbeigebuddelt. Ja, das ist echt jetzt viel Energie, ne? Und du weißt nicht, ob da drunter nicht noch einer kommt. Und ich habe keine Energiekapseln bei. Alter. Ah, noch einer. Siehst du, ich sag's doch. Ah, weißt du was? Wenn man nachher sowieso irgendwie einen Fahrstuhl oder so setzen will, ne? Dann ist das für den Arsch. Hätte ich sofort machen sollen. Ah, du willst mich doch verarschen. Eisenerz. Okay. Das ist aber schon so unsere Höhe, ne? Von daher, ...62... Soll ich hier direkt einen Fahrstuhl hingraben lassen oder sollen wir erstmal buddeln? Okay, da ist das Kupfer. Sieht so aus, als wenn man da dran vorbeikommen würde. Oh, da ist schon wieder Eisen. Also ideal ist anders. Lass mal in die Richtung gehen, mal gucken. Vielleicht kann man dann oben erstmal auch in die Richtung gehen und sich dann hier runter buddeln. Okay, noch ein paar Blöckchen. Das ist so die Ecke, ne? Ich sag's dir, das ist es.
Das ist genau das, was unser Herz begehrt. Wie viel ist das? Ach, du sagst uns jetzt nicht, wie viel das ist? Du Arsch. Ich habe keine Kiste. Du willst mich doch verarschen, ey. Dabei habe ich so ein Herstellungsgerät, habe ich mal gebaut. Ich wusste nicht genau, was das ist, habe dann später festgestellt, ja toll, das ist so ein Herstellungsgerät. Das steht oben irgendwo rum. Wenn man sowas auf Tasche hätte, könnte man natürlich jetzt hier was bauen, ne? Und der Arthur hat auch keine Energie mehr. Ich habe doch auch so... ich weiß gar nicht, ob ich bei Gold so was reingesetzt habe. Das wäre mal eine interessante Frage. Nicht! Mensch! Wenn ich jetzt hier rausgehe, ja? Ups, das wollte ich nicht. So, wenn ich mich jetzt... können wir hier mal auch so ein bisschen Licht haben. Wenn ich mich jetzt hier weiter buddel und dann nach unten. Ja, ist klar. So eine Lampe hast du immer schneller wieder abgebacht, als dir lieb ist. Ey. So. Wenn ich mich jetzt da ein bisschen weiter buddel und dann nach unten. Ich weiß nur nicht, wie viele Blöcke das sind. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. So, 19 Blöcke so von da gesehen. Drei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, so da ungefähr. Wenn wir jetzt hier ungefähr... War klar. War ja... Unfassbar klar. Gold. Nicht schlecht. Wie groß ist die denn? Nicht so übel. Gar nicht mal so übel. Warum zeigt er mir eigentlich die Ärzte da nicht an, auf die ich gestoßen bin? Dieser Scanner ist echt scheiße.
ich das mal so sagen darf. Ich muss den irgendwie verbessert kriegen. Mann. Ich brauche einen besseren Scanner. Der ist es für den Arsch. Ja. Ich werde mal gucken, offline, wo ich hier am besten Fahrstuhl runterkriege. Das wird wieder ein Gehampel und Gesuche. Ja. Aber das ist, weiß ich nicht, für ein Let's Play ist das, glaube ich, zu unspannend. Dann mache ich das lieber off-cam, solche Sachen. Doof ist halt, dass du vielleicht auch manchmal, ja, irgendwas machst, wo du denkst, scheiße, das wäre schön gewesen, wenn du eine Aufnahme gehabt hättest. Dann müsstest du aber die ganze Zeit aufzeichnen, weißt du? Und wahrscheinlich auch labern, damit das ja, dann muss das dementsprechend rausschneiden. Das ist ein unglaublicher Aufwand. Bin doch nicht bescheuert, ey. Ich krieg da doch nichts für. Alter, was geht? Ich glaube, es hackt. Töte ihn. Warum kann ich nicht schießen? Ich habe keinen Strom mehr. Bis die Wand an. Will ich doch alles gar nicht. Wo ist das? Oder setzt den hier hin? Ach scheiße, hier kann ich doch... Alter, was passiert hier gerade? Wie viele von den Viechern sind hier? Und das Schlimme ist, der schießt... Die schießen gar nicht also so selbstständig auf die Teile. Und der saugt mir hier, weiß ich nicht, die Energie raus oder so. Oh, ich kriege jedes Mal eine Gänsehaut bei den Viechern. Schieß auf ihn! Guck dir mal an, was hier abgeht, ey! Könntest du mir ruhig mal helfen? Hast du irgendwie... Alter! Hab ich da...
gerade Schrottschiene? Wieso habe ich eine gerade Schrottschiene aufgenommen? Oh, leck mich doch fett, ey. Ja, toll. Hä? Ist der jetzt weg? Muss mich echt mal darum kümmern, eine vernünftige Energieversorgung hier, hier unten hinzukriegen. Ja, ist ja gut. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das beste Mittel gegen diese Viecher ist. Mein, jetzt haben wir hier zumindest so Teile sitzen. Ich verstehe nicht, warum ich Schienen aufgenommen habe. Wo kommen denn diese Schienen her? Ach, na toll. Ja, organischer Stein. Das ist schon eher das, was ich mir vorstelle. Ey, willst du mich verarschen? Was? Habe ich irgendwas verpasst? Wieso? Erschreckt mich nicht so. Jetzt hast du geschossen. Worauf genau hast du jetzt geschossen? Aber das Schienensystem ist in Ordnung, oder? Also da fehlt jetzt keiner. Was machst du hier unten? Ah, leck mich doch fett! Bisschen Platz machen, damit der besser schießen kann. Falls er denn mal irgendwann vorhaben sollte zu schießen, vorausgesetzt, ja. Ja. Ach so, ist noch weiter, okay. Bis dahin kommt der. Und der kommt bis da. Scheiße, ey. Ich glaube, je mehr Platz du lässt irgendwie hier unten, desto mehr von den Viechern hast du am Ende. Ja, und ich weiß nicht, Energie lockt die, glaube ich, auch an oder so. Keine Ahnung. Ja, aber die Schienen scheinen zu funktionieren.
Ja, das sieht hier schon mit dem Gold. Ah, doch, das geht ja noch. Da ist ja doch noch ein bisschen was drin. Ja. Ich guck mal, dass ich da irgendwie besser drankomme an den Nickel. Ich denke mal, das ist Nickel. Okay, das gucken wir uns jetzt noch mal eben an. Aber dann machen wir Feierabend. Wir sind schon wieder gleich bei 40 Minuten, ja. Hat wieder mehr Zeit in Anspruch genommen, als ich eigentlich gedacht habe. Und da schreit das Programm mich schon wieder an: Bau Nickel ab. Doof beim Kaffee trinken zu laufen. Ah, jetzt kann man es machen. Boah, ich möchte echt einen besseren Scanner haben. Der Scanner ist scheiße. Und ich weiß im Moment leider nicht wie. So. Wette. Wie Titan. Was für ein Titan? Ich wollte Nickel. Kann man vielleicht auch für was gebrauchen. Das stimmt. Mann, ey, Mann, ey. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.